Ich finde es einfach nicht so cool, wenn man schon so weit kommt bei so einer Show, dann sollte man auch wirklich Gas geben und sich da beweisen. Und ich finde es einfach schade, wenn man dann die ganze Zeit nur redet, 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 sich dann aber nicht beweist. Obwohl sie ja eigentlich eine gute Stimme hat, das ist ja das Traurige. Ja, wir werden sehen, wie es jetzt gleich weitergeht. David ist so in Stimmbruch gekommen. Oh ja. Oh ja. Liebe Grüße an Jasmin. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe so einen fetten Pickel bekommen. Ach du Scheiße, seht ihr den? Hier. Eieieiei. Fisch schreibt, Bro, die ist so unsympathisch. Bruder, ich. Ich weiß nicht. Sie hat eigentlich eine sehr gute Stimme, deswegen tut mir das so leid, dass sie die ganze Zeit nur labert, labert, labert und sie zieht halt auch das ganze Team mit runter. Das ist halt super, super schade. Sie schauspielert halt, schreiben einige, okay? Leute, das wissen wir am Ende des Tages nicht, ob das alles berechnet ist oder ernst gemeint ist. Es kommt auf jeden Fall sehr berechnet rüber. Aber ja, it is how it is. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Claudia. Die Claudia ist ja heute auch wieder am Start. Und ich denke, ihr seid auch alle so gespannt wie ich. Freddy schreibt, die nervt die Kotze. Oh mein Gott, Bruder, was sagst du da? Bruder. Ja, ich bin sehr gespannt, ob es jetzt nochmal weiterkommt. Würdet ihr sie denn jetzt nochmal weiterlassen, Leute? Würdet ihr Katharina jetzt nochmal weiterlassen? Das kommt nicht gut an, wenn sie Aufmerksamkeit sucht. Das müsste ihr bewusst sein. Das denke ich auch. Also ich denke, dass man einfach hier mit der Stimme punkten sollte und nicht dauernd irgendeine Geschichte erzählen. Wirklich, also sie ist bei einem Gesangsformat und wenn du da so viele Geschichten erzählst, irgendwann wollen die Leute dir nicht mehr zuhören. Und ich habe da auch gedacht, ich saß da am Pult und ich dachte, okay, es tut mir leid, dass du dich verletzt hast. Aber jetzt red mal über die Musik oder red über den Song oder fang an zu singen oder sonst irgendwas. Aber anstrengend auf jeden Fall. Unangenehm. Yes, Leute. Ich glaube, dass die Folge heute sehr, sehr, sehr spannend wird. Weil ich habe jetzt auch schon im Vorspann Jan Martin gesehen. Jan Martin hat eine Stimme. Boah. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie ein Riesenfan von Jan Martin. Jan Martin hat so dieses Wuchtige in der Stimme, diese Liebe, die irgendwie direkt bei mir ankommt. Vorhin habe ich irgendwie direkt Gänsehaut bekommen, als er kurz seinen Pater gesungen hat. Und ja, deswegen, ich bin gespannt, was passiert gleich. Ein super süßes Lächeln hast du. Oh, vielen, vielen Dank. Ja, Leute, sonst hoffe ich natürlich, dass es euch allen gut geht. Ich war heute den ganzen Tag mit meinem kleinen Bruder unterwegs. Wir haben ein bisschen gechillt, ein bisschen gezockt und haben TikTok gepostet. Checkt das unbedingt ab. Leute, eine Sache würde mich unfassbar freuen, wenn ihr jetzt gleich auf Matthias Reim sein Instagram gehen könntet. Alle auf Matthias Reim sein Instagram-Profil und einmal ein riesen Dankeschön ausspricht. Einfach danke, dass du es erlaubt hast, dass Mike ihren Song nochmal neu machen durfte. Und ich glaube, er würde sich ja sehr freuen und ich freue mich auch unfassbar, Leute. Danke für den unfassbar kranken Support, Leute. Zu verdammt, ich liebe dich. Deswegen lass uns mal alle gemeinsam bei Matthias Reim bedanken. Okay, DSDS geht weiter. Wir sehen uns bei der nächsten Werbepause. Ihr seid. Hallo, liebe Grüße aus Baden-Württemberg. Hallo und liebe Grüße zurück. Hat dir jemand gesagt, dass du aussiehst wie Igor Creed? Igor Creed, ganz, ganz viele schon, um ehrlich zu sein. Ich feiere den auch echt übertrieben. Auch Russe, genauso wie ich. Und ja, Julian hat sich auf jeden Fall gebessert. Beim Casting habe ich ihm schon Ja gegeben, weil ich da schon vielen seine Stimme gehört habe. Und jetzt hat er auf jeden Fall nochmal gezeigt, was er drauf hat. Und deswegen auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Okay, weiter zur nächsten Gruppe. Bei der nächsten Gruppe war Lika, Lukas, Hisham und oh, wer war da nochmal? Der kleine, wie hieß er nochmal? Daniele, genau. Lika, ganz, ganz, ganz klar. Ganz, ganz, ganz klar mein Favorit von dieser Gruppe. Weil Lika einfach die ganze Zeit Gas gibt und Lika immer am Start ist und seine eigenen Versionen macht. Ich finde das so, so, so schön, was er macht. Also ist halt voll mein Geschmack. Deswegen
hat er mich auf jeden Fall am meisten getroffen von der ganzen Gruppe. Lukas hat sich auch gebessert. Hat sich sogar sehr, sehr, sehr gut gebessert. Lukas war ja meine Wildcard. Von Instagram aus hat er es geschafft, dann wirklich zur DSDS zu kommen. Und beim Casting habe ich ihm gesagt, du musst auf jeden Fall an dir arbeiten. Probier nicht so hochnäsig zu sein und sowas. Und er hat an sich gearbeitet und er hat bewiesen, dass er auf jeden Fall auch andere Tracks singen kann, sage ich mal. Lika ist schon krass, Lika ist krass, Lika ist mega. Okay, viele Lika-Fans sehe ich hier. Lukas war auch cool, auf jeden Fall. Mega. Bei Hisham war es dann wirklich so, dass ich gecheckt habe. Nein, also Casting konnte er natürlich auch mit seinen Bewegungen und sowas punkten, aber jetzt war die Stimme einfach nicht gut genug. Du hast mich zum Singen gebracht, lieber Fabi, das freut mich sehr. Das freut mich doch sehr. Und Daniele ist halt einfach eine mega interessante Person. Er ist sehr jung, das darf man ja nicht vergessen. Er ist der jüngste von denen. Nee, Lika ist, glaube ich, genauso alt wie Daniele. Sind, glaube ich, beide 17 oder 18. Und dafür top. Top, top, top gemacht. Aber er braucht auf jeden Fall noch so einen Moment bei DSDS, wo er einfach mal einmal zeigt, okay, das ist ein Song für ihn und da ist er einfach der Beste von der Gruppe. Und ich hoffe, dass er das auch beweisen kann, weil dieses Mal war es auf jeden Fall Lika, der es bewiesen hat. Yes. Meinung zu Claudia. Ja, Claudia ist halt was ganz Besonderes. Wenn sie anfängt zu singen, Leute, dann trifft es einfach mein Herz. Wirklich, Claudia hat einfach so unfassbar viel Gefühl in ihrer Stimme. Puh, das ist unfassbar. An die Leute, die Ironie verstehen. Meinung zu Katharina. Oh je, da kommen echt viele Fragen zu Katharina. Ja, Katharina ist halt eine Laberbacke, Leute. So eine Laberbacke. Wann hört sie endlich auf zu reden? Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Sie hat halt eine schöne Stimme. Deswegen. I don't know. Ich will ja nicht zu viel verraten. Was sagst du zu Enrico? Okay, ich glaube, es sind noch ein paar dazugekommen. Zu Enrico habe ich eben schon gesagt, er hat mich echt enttäuscht beim Recall, weil ich ihn einfach ziemlich weit oben eingeschätzt habe. So, ich dachte echt, dass er da mithalten kann, aber direkt beim nächsten Song, wie ich es aber eigentlich auch gedacht habe, dass er eigentlich nur Songs von Apache Kapital, bla 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 singen kann. Und wenn er da mal einen anderen Song bekommt, da kackt er einfach komplett ab. Okay, Leute, es geht weiter. Wir sehen uns bei der nächsten Werbepause und ich poste jetzt ein neues Foto. Kommentiert mit ganz vielen Peace-Smileys, wenn ihr Bock habt. Ich check auf jeden Fall eure Profile ab. Bis gleich. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ist Katharina weiter? Leute, Katharina ist weiter. Katharina hat auch wirklich eine tolle Stimme. Sie muss nur ein bisschen weniger bappeln. Meine Mom feiert dich auch total. Liebe Grüße an deine Mom. Mike, nimm jemanden Gast. Okay, Leute, ich nehme jetzt noch jemanden Gast. Ich habe es euch versprochen, deswegen muss ich jetzt jemanden Gast nehmen, weil sonst bin ich beim nächsten Livestream wieder dran und ihr sagt alle, hey, du hast gesagt, du nimmst jemanden Gast, hast du nicht gemacht, bla bla. Okay, ich nehme jetzt jemanden Gast. Bruder Baden, haha, komm, Bruder, hab 5 Wochen Pause gemacht. Bro, ich komm vorbei. Chillig, dann viel Spaß bei deinem Erholungsbad. Ich nehme jetzt hier einfach random irgendjemanden. Ich nehme die. Also eine Frage, Leute, ihr könnt mir eine Frage stellen. Nicht vergessen, die Frage zu stellen. Ich nehme die. Hier. Funktioniert wieder nicht. Josie, Mike. Oh, es geht weiter. Okay, Josie, du musst ganz schnell rangehen. Josie, geh ran. 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 Josie, nein, Josie ist nein. da. Josie, wie Ich geht's wurde dir? Hallo. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Hallo. Hallo. Oh nein, wie süß bist du denn? Wurde Josie. mein Traum wahr? Wie bitte? Ey, ruhig. Ihr Traum wurde jetzt endlich wahr.
Oh nein, wie süß. Die wartet schon Ewigkeiten darauf, dich mal ranzubekommen. Jetzt hast du es endlich geschafft. Ja. Ich muss jetzt was aufpassen, dass er mir hier nicht umkickt. Josie, lass uns ein Foto machen, oder? Sollen wir ein Foto machen? Ja, du kannst einen Screenshot machen. Mhm. Okay, auf drei. 1, 2, 3. Josie, es ist schön, dich zu sehen. Hast du eine Frage? Ja, kein Problem. Ja, habe ich. Ich wollte fragen. Ich muss mein Handy auch gleich anstecken. Ich habe auch nur noch 10% Akku. Aber mir werden immer meine Ladekabel geklaut. Vor allem, wenn ich auf Tour bin. Hast du ein paar Ladekabel für mich? Ja, gerne. Ich habe so viele zu Hause. Echt? Ja, ich habe sogar noch, keine Ahnung, so viele Powerbanks und so da. Pass gut auf die auf. Bei uns ist das immer ganz, ganz heiß. Gerade von dir, da muss ich immer... Hallo. Hallo. Hallo, kennst Mama Josie. Kennst du meine Mama? Haben wir uns schon mal gesehen? Ja, auf Tour und auf Konzert. Oh, schön. Wo wart ihr denn? In welcher Stadt? In Frankfurt auch. In Bitte? Berlin. In Berlin. In Berlin, sehr schön. Columbia-Halle. Genau. Sehr toll. Dann freue ich mich, euch jetzt mal hier übers Handy zu sehen. No. Darf ich noch okay, ihr Süßen, es geht weiter. Wir Mike, darf weiter ich noch kurz was zeigen? Ja, klar. Ich habe noch ganz viele Fotos von uns. Oh nein, wie süß. Wie toll. Gibt es eine Möglichkeit, dir irgendwie mal was zu schreiben? Mir was zu schreiben? Ihr könnt mir bei Instagram schreiben. Da ist es ein bisschen schwer, dass ich die Nachricht sehe, aber ich nehme mir jeden Abend die Zeit und gucke meine Nachrichten an. Und vielleicht habt ihr da Glück und ich sehe sie mal. Aber so ein Fanpost oder so direkt mal... Fanpost jetzt gerade leider nicht. Management oder sowas? Bitte? An Management? Am Management oder so? Kann man da irgendwie was hinschreiben? Als Management könnt ihr was schreiben, auf jeden Fall. Aber da kommt auch super viel an. Okay, also irgendwo, wo am man besten, wirklich... Am besten einfach bei Instagram schreiben. Da kriegt ihr mich dann auch immer persönlich, wisst ihr? Okay. Sehr schön. Meinst also wir gucken jetzt weiter, machen? DSDS. Es tut mir leid. Josie, hast du noch eine Frage? Tschüss. Ich wollte nur sagen, dass Frage, ich dich Josie? Ganz davon messe. Wann gibt es die Autogrammstunde? Josie, ich hoffe, sobald Corona vorbei ist, okay? Ja. Kannst du Josie, ich hab dich lieb. Bis bald. Ich dich auch, Mike. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Okay, die Josie war sehr süß. Wir gucken weiter, Leute. Bis bald.